Noch eine Geschichte. Waldgeschichte. Kommt auch ein Wald vor. Aber eher am Ende von der Geschichte. Ich meine, weiter hinten. Das Regenauto. Ich meine, die Geschichte heißt das Regenauto. Weiter nichts. Es war einmal ein Junge, der hieß Hannes Strohkopp und wohnte bei seinem Großvater und seiner Großmutter. Im August hatte Hannes Geburtstag. Schon 3 Wochen vorher sagte der Großvater: Du hast bald Geburtstag. Wünsch dir was, Junge, denn du wirst 7 Jahre alt. Wer 7 wird, darf sich immer etwas wünschen. Ein Auto, bitte, sagte der Hannes. Am liebsten möchte ich ein Auto haben. Aber ein Auto? Woher sollte der Großvater ein Auto nehmen? Dann kam der Geburtstag. Auf dem Tisch war ein Schokoladenkuchen mit 7 Kerzen. Für jedes Jahr eine. Daneben stand das Auto. Aus Holz geschnitzt. Aber die Räder konnte man drehen. Es war so klein. Er hatte doch ein größeres gemeint. Eines, mit dem er richtig hätte fahren können. Mit einer Hupe und Licht. Beinahe hätte er geweint. Weißt du, sagte die Großmutter, das Auto sieht nur so klein aus. In Wirklichkeit ist es ja verzaubert. Du wirst es sehen. Warte nur. Und das stimmte. Eines Tages, als es regnete, geschah etwas. Hannes hörte den Regentropfen zu. So viel Regen, als ob die ganze Welt aus Wasser wäre. Wenn ein Auto aus Holz ist, dann kann es doch auch schwimmen. Wenn es aber schwimmen kann, dann ist es auch ein Schiff. Ein Schiff und ein Auto zusammen, dachte er. Mal sehen, ob die Farbe hält. Und er schob das Auto hinaus in den Regen. Und jetzt geschah es. Mit einem Mal fing das Auto an, im Regen zu wachsen. So wie Blumen im Regen wachsen, nur viel schneller. Es wurde über 2 Meter groß. Genauso ein Auto hatte sich Hannes Strohkopp gewünscht. Er stieg sofort ein. Anlasser? Neben dem Lenkrad. Funktioniert! Kupplung? Erster Gang? Etwas Gas geben. Und dann fuhr der Hannes direkt hinauf auf die große Straße. Zuerst fuhr er noch langsam. Aber eine Dampfwalze und einen Bagger hatte er schon überholt. 2. Gang? 3. Er fuhr an einem Milchauto vorbei und überholte eine schwarze Limousine mit doppelter Antenne. Und jetzt 4. Gang. Die Fahrt wurde immer schneller. Hannes überholte einen Rennwagen. War das schön? Er überholte auch noch ein Flugzeug.
beinahe hätte er sogar einen Vogel überholt. Aber der flog in der anderen Richtung. Bald kam Hannes freilich in eine Gegend, wo die Sonne schien. Und es hätte sein können, dass die Verzauberung nur bei Regen anhielt. Aber das Auto blieb so groß. Denn war es erst einmal in Fahrt und brummte der Motor im vierten Gang, dann blieb es auch so. In die große Stadt war es nicht mehr weit. Aber dort war es schwer, Auto zu fahren. Es gab so viele Kreuzungen, Verkehrsampeln, Einbahnstraßen, Polizisten. Und überall standen große Häuser im Weg. Da, mit einmal gab Hannes Strohkopf Gas, fuhr an der einen Wand ein Hochhaus hinauf, fuhr quer über das Dach und an der anderen Wand wieder hinunter. An diesem Tag war in der Stadt ein Zirkus. Der Eintritt war teuer. Aber Hannes fuhr mit dem Zauberauto einfach durch den Eingang in das große Zirkuszelt. Er flitzte, man kann es gar nicht glauben, an einem Seil hoch und tanzte oben auf zwei Rädern wie ein Seiltänzer über das Tanzseil. Das Auto, das Seil tanzen konnte. Hannes fuhr weiter, fuhr über Landstraßen und Felder und kam an einen dunklen Wald. Jetzt geschah etwas Seltsames. Das Auto hüpfte wie ein Hase über Baumwurzeln und duckte sich, denn die dicken Äste weit herunterhingen. Kam Hannes an einem Hasen vorbei, fuhr er eine Weile neben ihm her und streichelte ihm das Fell. Er fuhr über hohe Berge, kam an breite Flüsse. Und wenn er keine Brücke sah, gab er Gas. Das Auto hob sich wie ein Flugzeug in die Luft und segelte ans andere Ufer. Hannes kam ans Meer, an den Ozean, der so groß ist, dass man nicht sehen kann, wo das Wasser aufhört. Er fuhr aufs Meer hinaus. Im Auto wuchsen Schornsteine wie an einem Dampfer und es fuhr wie ein Schiff. Hannes hätte noch um die ganze Welt fahren können mit seinem Regenauto. Er hätte Afrika, Indien und alle Länder, die in seinem Atlas waren, sehen können, wenn er gewollt hätte. Aber er wollte erst einmal wieder nach Hause. Er hatte Hunger. Und um den Weg abzukürzen, fuhr er quer über die Felder. Als Hannes Strohkopf mit seinem Auto wieder zu Hause unter dem Baum stand, den Motor abgestellt hatte und kein Regen mehr auf das Dach fiel, wurde das Auto wieder klein. War wieder aus Holz, nur die Räder
konnte man drehen. Hannes wischte die letzten Regentropfen mit dem Ärmel weg und steckte es unter die Jacke. Abends erzählte er seiner Großmutter von seinem Auto. Mein Auto ist aber auch ein Schiff, sagte er. Ja, sagte die Großmutter. Autos, die mit der Hand geschnitzt sind, können verzaubert sein. Und das stimmt. Ich war hier der Ansager von der Sendung von den beiden Geschichten. Rabenkönig, Räuber und Regenauto und wie die alle hießen. Muss jetzt aber gehen.